Ja, herzlich willkommen zu Momo Spielekiste und heute sind wir mal wieder auf der Jagd nach langer Zeit. Ja, ich habe Hunter ein bisschen vernachlässigt, habe eine etwas andere Passion gefunden, aber wir wollten hier mal wieder reinschauen und haben wir mal zum Anlass genommen eine Multiplayer Competition. Und zwar hier auf Logger's Point, Multispecies auch, das heißt, jedes Tier ist erlaubt, Fasane müssen im Flug geschossen werden und dementsprechend ja, sind wir natürlich auf alles aus. Wir nehmen als Anhaltspunkt für die Zeit mal wieder unser Geruchsreduzierer und latschen einfach mal los. Ja, ich habe hier mal wieder das Bone and Crockett Programm an, von Scheitel bis zur Sohle. Ja, alles im Einheitslook und ich habe euch mitgebracht, um mal ein bisschen zu üben, die 93x62 Anschütz mit dem 3 bis 9 mal 40 ist es, glaube ich, Zielfernrohr drauf und ich habe die gravierte Side-by-Side Schrotflinte dabei für die Fasane, also es wird laut, wenn wir denn was treffen, wenn wir denn auf was treffen. So, dann latschen wir einfach mal los und gucken, was passiert. Und jetzt habe ich festgestellt, dass es irgendwie mit Teams jetzt auch was gibt. Da bin ich aber noch nicht so ganz durchgestiegen, wie das nachher läuft. Mit Teams, da oben kann man was einstellen. Ich bin ja natürlich alleine drin, aber da gibt es 4 Teams, da kann man die zusortieren. Und es gibt einen neuen Score, den CSS. Damit es quasi für alle gleich wird, für alle Tiere, wird das jetzt ein verallgemeinter Score geben. Und zwar hat jedes Tier dann, ob es jetzt ein Schwein ist, die auch über 1000, 1200 ihren Score bekommen können, oder ein Schwarzbär, dessen Score bis 24 maximal reicht, damit die alle quasi miteinander auch vergleicht werden können, gibt es dann einen Multiplikator, der dann quasi einen wirklich kapitalen Bär auch mit einem wirklich kapitalen Schwein verglichen werden kann. Und dieser Score nennt sich jetzt CSS, der ist ja wichtig für den Multiplayer, um halt direkt vergleichen zu können. Da gibt es dann im Forum und auch der Homepage von The Hunter gibt es irgendwo auch Tabellen, wie man das Ganze errechnet. Ich bin da, habe mich da noch nicht näher mit befasst. Auch mit diesen Teams noch nicht. Ich bin hier in einem Multiplayer-Spiel, das habe ich aufgemacht. Mal gucken, ob noch irgendwer dazukommt. Ich habe kein Passwort vergeben. Das heißt, alles ist möglich. Schauen wir einfach mal. Ich wollte jetzt nicht einfach bei irgendwem anders mit reinsteigen und dann Aufnahmen machen. Da muss man ja auch so ein bisschen aufpassen, was da unten im Chat geschrieben wird und so. Deswegen jeder, der hier reinkommt, wird informiert, dass aufgenommen wird. Und dann soll das wohl seine Richtigkeit haben. So. Bleiben wir mal hier stehen und gehen mal in die Hocke und schauen mal in das Tal hinein, ob sich da jemand regt. Vielleicht haben wir hier schon die ersten Schweinchen. Ab und zu laufen ja gerne mal Maultierhirsche rum. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Ich habe hier auch ein Schweinefass aufgestellt, das ist allerdings leer. Das müssen wir
Oh, gehen wir gleich mal dran vorbei und befüllen das. Dann gehe ich mal davon aus, dass ich demnächst auch mal wieder öfter The Hunter spielen werde. Ja, und diese Competition hier, da kann man keine EMS gewinnen, sondern GMS. Das ist eine neue Währung, eine zweite Währung, die eingeführt wurde. Die kann man einsetzen, um Verbrauchsmaterial zu kaufen. Die kann man auch ein bisschen leichter verdienen, zum Beispiel durch die Missionen, die es hier so gibt. Also die Missionen machen jetzt wieder Sinn. So, erlege Maultierhirsch XY, sichte Maultierhirsch und so weiter und so fort. Da gibt es dann auch GMS für. Und die kann man dann für einsetzen, um Verbrauchsmaterial wie Lockstoffe oder wie zum Beispiel das Campingzubehör oder sonst was einzusetzen. Man kann GMS und EMS nicht untereinander tauschen. Und der Wert ist auch ein ganz anderer. Weiß nicht, ob es da einen Faktor gibt oder das habe ich mir jetzt auch noch nicht so genau angeguckt. Callen wir jetzt einfach mal auf gut Glück. Die Hirsche sollen nicht vernachlässigt werden. Wir wollen es ja allen recht machen, ne? Ja, irgendwie fängt es hier gerade an, so ein bisschen bei mir zu ruckeln. Keine Ahnung warum. Bin immer noch weit über 40 FPS, also sollte eigentlich nicht das Thema sein. Wahrscheinlich sind es die schönen lila Blumen hier. Ja, ich fahre jetzt auch gerade mit vollen Details, aber dann müssten eigentlich die FPS da einbrechen. Vielleicht macht meine Festplatte wieder im Hintergrund irgendwas. Neben dem Aufnehmen. Das soll uns jetzt hier nicht stören. Schweifen lassen. Nichts zu sehen, nichts zu hören. Kein Vieh weit und breit. Ich habe auch keine Spur gesehen, glaube ich. Also ich selbst habe noch keine gesehen. Da sind bestimmt schon einige durchgelaufen, haben ja meine Spuren alle verwischt. Gibt es doch zu. Erstmal weiterhin hier durch die Gegend. Rufen wir noch mal die Schweinchen. Competition hier läuft noch 8 Stunden. Der erste Platz hat irgendwie über 1600 paar zerquetschte Punkte. Das ist jetzt so ohne weiteres auch nicht zu schlagen. Honoriert werden die Plätze 1 bis 10. Da gibt es dann irgendwie auch auf Plätzen 4 bis 10
irgendwie 700 Tacker pro. Oh, majestätisch sieht er ja schon aus. Ui. Der ist kleiner. Ja, ein größeres Geweih, ne? Also vom Gewicht her war der kleiner. Gucken, wie wir getroffen haben. Aber auf jeden Fall viel Blut, Eingeweide. Weit sollte er nicht gekommen sein. Da liegt er auch schon. Ja, der ist von hinten gekommen. Den habe ich zum Glück noch gehört. Aber das Geweih gefiel mir einfach besser. Ja, was haben wir denn? 144. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel ist. Ich empfinde schon. Und da seht ihr dann den CSS-Score. Das wäre dann 65,9. Ich glaube, die Scores gehen irgendwie bis zu, je nach Rasse, bis 140 hoch. Also da bin ich irgendwo im Mittelfeld. Naja, Position 538. Ja, komm, lese ich mal so ein bisschen Pose hier. Wie sieht das denn aus? Ach Mensch, sei doch nicht so steif. Ja, da sitzt sie direkt im Grün. Ja, klasse. Also toll hingekriegt. So. Einkassiert. Ja, schätze können. Ich sagen, dann gehen wir mal eben just zum Fass, füllen das auf und setzen uns dann auf den Hochsitz, auf den Hochstand. Und dann gucken wir mal, ob der andere Kollege auch nochmal vorbeiguckt. Oder ob wir da noch einen Fasan abgreifen können. Nachgeladen. Erstmal ist aufgeschreckt hier in der Umgebung.
wundert es, dass ich bei den Maultierhirschen noch gar nicht so gut bin im Spurenlesen. Bei den Weißwedeln und Schwarzwedeln noch wesentlich weiter. Liegt vielleicht daran, dass es das Beginnertier ist, das Startertier. Und wenn man da relativ früh die Mitgliedschaft hat, dann interessiert man sich da weniger für, wenn man auf die andere Arten gehen kann. So, das Wiesel 85 ist verbunden. Startet der denn? Der startet da unten. Da muss ich mal just Hallo sagen. Somit ist das Wiesel ein Teil meines Let's Plays heute. Also hallo Wiesel, falls du mich abonniert hast oder mir ab und zu mal zuschaust. Na guck, ein alter Hase. Oh, so kann man auch gemeinsam sich auf der großen Map aufhalten. Zufällig ein Schwein. Tatsächlich eine Schweinespur.
Dann probieren wir es nochmal mit den Maultierhirschen oder vielleicht ein Weißwedelhirsch. Und da wir auch Schweine hier in der Nähe haben, rufen wir auch mal nach dem Schweinchen. Jux und Dollerei mal nach dem Kojoten rufen. Falsch, den muss ich haben. Da muss man halt nur schnell sein. Also die frühzeitig entdecken, das ist wie bei den Füchsen. Kommen dann immer angerannt. Maultier sollte sich eigentlich beruhigt haben. Schießt auch schon gleich die Maultierhirsche. Man schießt drauf. Und dann können wir gleich unten sehen, wenn er ihn gefunden hat, was er denn da wohl erwischt hat. Sammelt es ein. No Score, also ein Weibchen. Da ist beim CSS-Score auch nix. Oder CS-Score, ich weiß gar nicht. Das zweite S jetzt steht wahrscheinlich auch für Score. Augen, Ohren und Nase offen halten. Apropos Nase, ich merke gerade, ich bin ein bisschen erkältet. Mann, wo die Regenspaziergänge mit dem Hund. Müsste eigentlich die Geruchsreduzierer auch jetzt so langsam abklingen. Oder habe ich das jetzt einfach übersehen? Ich würde sagen, ich lege einfach 9 auf und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn und gute Nacht da draußen, was auch immer sein magst. Bye bye.